Mono und Nikita Mann bei uns zu Gast. Nick und Mono, und vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Performance gerade von Brennholz. Und ich dachte, bevor wir jetzt so in alle möglichen tiefgründigen Gespräche kommen, mache ich jetzt mit euch so einen kleinen, also ich gebe euch zwei Begriffe und ihr müsst euch entscheiden, für welchen Begriff ihr dann eher tendiert, und danach sprechen wir über eure Antworten, um einfach mal vielleicht ein paar Sachen schon mal anzusprechen. Haus oder Zelt? Haus. Mit dir? Haus. Auch Haus, okay. Mhm. Hätte jetzt nicht gedacht, Schokolade oder Lolli? Schoko. Ja, Schoko. Studio oder Tour? Tour. 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 Auto oder Bahn? Auto. 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 Küssen oder Sex? Beides. Geht das nicht? Mm-mm. Sex. Küssen. Typische Frau- und Mann-Antwort auf jeden Fall. Musik oder Film? Musik. Musik. Anzug oder Jogginghose? Jogginghose. Feiern oder schlafen? Feiern. Reisen oder zu Hause sein? Reisen. Reisen. Jetzt für dich, Bristol oder San Francisco? San Francisco. Und CD oder Download? CD. CD? Okay. Hm? Download. Ah, oh, okay, da seid ihr euch nicht ganz einig. Ja. Cool, deswegen haben wir beides gemacht. Sehr gut. Im Rauch der Bengalen, das ist euer aktuelles Album. Und ihr seid auch auf Tour, also in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Ihr seid zum Beispiel auch im Dezember in Düsseldorf im Zack. Alle Tourdaten stehen bei euch auf der Seite. Aber jetzt mal auf diese Antworten zurückzukommen. Ich habe Haus oder Zelt natürlich ausgewählt, weil ich dachte, das passt ein bisschen zu dem, wie du aufgewachsen bist, dass du eher Zelt sagen würdest, weil du jetzt... Hattest du das Gefühl, du hattest ein richtiges Zuhause? Vielleicht erzählst du mir erstmal, wo du aufgewachsen genau, bist hier in Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf, also ich weiß nicht, die meisten Leute in Düsseldorf kennen wahrscheinlich die Kiefernstraße. Mhm. Und meine Mutter hat früher Häuser besetzt und unter anderem war Südbertusstraße dabei, Bachstraße, aber am Ende auch die Kiefernstraße. Und allerdings waren das ja schon schön ausgebaute Häuser, ne? Also herrlich hergerichtet. Nee, die Entscheidung zwischen Zelt und Haus liegt eher daran, dass wir auf so vielen Festivals waren und okay, wo ich echt nicht mehr aushalte dann. Also das war schön früher so als Gast, aber wenn man dann wirklich viele Festivals im Sommer macht, ist es auch schön, mal abzuschalten. Das kann dann ich mir vorstellen. Und bei dir, San Francisco oder Bristol, hat auch einen Hintergrund. Vielleicht erklärst du den mal für Boah, uns. Es ist mir wirklich schwer gefallen, diese Frage wirklich so zu beantworten, weil Bristol hat auch total schöne Ecken und ich habe es auch geliebt. Aber San Francisco, es ist halt schön, es liegt am Meer oder zumindest nicht weit von, und man kann da auch am Strand gehen. Und ich mag das Klima da, ich mag die Leute da und die Musik, die daherkommt, aber das mag ich in Bristol auch. Das ist schwer. Und warum warst du da? Ich habe ein Hip-Hop-Video gedreht, also eine Dokumentation gemacht über Hip-Hop als Diplomarbeit und habe alle vier Elemente von Hip-Hop vereint und das ist schon ein bisschen her. Und auf alle Fälle habe ich mich da mit Qbert getroffen, der da gerade Scratch-Weltmeister war, und mit Jurassic 5 und mit ein paar Leuten, die ich da gefeiert habe zu der Zeit. Und als ihr euch zusammengefunden habt, war es von vornherein klar, dass ihr so eine Musik macht, die ihr macht, die so im Netz beschrieben wird als Deutsch-Pop, Reggae, Hip-Hop, eigentlich alles so zusammengemischt, weil keiner richtig das genau beschreiben kann, was ja auch manchmal ganz gut ist, ne? Ja, ich glaube auch, die Beschreibungen haben wir selber auch nie für uns verinnerlicht, weil die sind auch egal. Wir machen auf alle Fälle, wir haben die Musik gemacht, die wir wollten, als wir uns getroffen haben, und das machen wir immer noch. Also es war am Anfang noch viel stärker von jamaikanischer Musik geprägt, weil Mono auch in einem Soundsystem aufgelegt hat, ich auch mit einem Soundsystem unterwegs war damals. Viel auf Partys in Österreich, Deutschland, Italien waren wir unterwegs, haben uns in Italien auch kennengelernt und wollten halt sowas mit deutschen Texten machen, aber wird halt immer eine eigene Musik. Also man kann ja nicht sagen, man macht jetzt Reggae oder halt jamaikanische Musik mit deutschen Texten, funktioniert so nicht. Ja, trotzdem ist es ein Genre, was nicht unbedingt einfach ist, unter die Leute zu bringen, habe ich so manchmal den Eindruck. Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr ganz schnell Fans habt, die auch so bei euch bleiben und halt auf den Konzerten mit dabei seid? Also dass man da nicht für kämpfen muss, dass die Leute eure Musik... Ich glaube, am Anfang ging es mehr um die Partys. Halt, die Leute wollten gute Partys haben. Und als wir angefangen haben, so das erste Album ist 2004 rausgekommen, da haben wir einfach mit den Soundsystem die Partys gemacht. Und das war die Musik, die die Leute hören wollten. Und im Moment, das letzte Album haben wir komplett selbst produziert. Und wir haben uns keine Gedanken zum Genre gemacht, ehrlich gesagt. Und ich glaube aber auch nicht, dass es schwer ist, unter die Leute zu bringen, weil es ist die Musik, die aus uns rausgekommen ist. Und ich glaube, dass es schon die richtigen Leute berühren wird. Ich glaube, also das, was man immer hört oder was wir immer zu hören bekommen, ist, dass wir mit den Texten vielen Leuten aus der Seele sprechen. Und ich glaube, das ist so auch ein wichtiger Punkt in unserer Musik.
Deshalb glaube ich eher, dass es leichter ist, da ranzukommen oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch, wenn man Musik macht, um Geld zu verdienen, dann klappt das halt nicht so gut. Aber wenn man Musik macht aus von der Seele her, dann klappt das auf jeden Fall, weil die Leute das auch bemerken. Da würde ich auch gerne auf euer Projekt bzw. auf die Patenschaft zu sprechen kommen, die ihr an der Schule habt. Da geht es um Rassismus, um dass man die Kinder eben vom Rassismus abhält. Wo ist das und wie seid ihr dazu gekommen? Wir wurden angefragt, es gibt ganz viele Schulen, wo man Paten werden kann oder beziehungsweise Schulen, die ohne Rassismus und die müssen sich bewerben, die Schüler, und wenn die einen gewissen Prozentanteil da unterschrieben haben, dann können die Schule ohne Rassismus werden und dafür suchen Schüler immer Paten und wir wurden gesucht und haben das sehr gerne gemacht. Ich finde, eigentlich sollte jede Schule eine Schule ohne Rassismus sein. Absolut, ja, auf jeden Fall. Wir schauen hier gerade in ein Video von euch rein, wir hören ein paar Bilder und wir sehen ein paar Sounds. Was ist das für ein Video, worum geht es da? Der Song heißt Ein Haus ist kein Zuhause und es ist erstmal, sind es persönliche Erfahrungen von uns, aber hat natürlich auch ganz klar einen Bezug auf die Flüchtlingssituation jetzt gerade, beziehungsweise die Situation auf der Welt. Es geht darum, dass halt irgendwie, was ist die Definition von Zuhause, was ist unsere Definition von Zuhause und wie kann man Menschen zum Beispiel ein Zuhause geben, die keins haben. Und wir haben einfach eine Art in dem Video versucht, irgendwie Bilder aneinander zu reihen von Flüchtlingen verschiedenen, wie das zum Beispiel einfach damals aus der DDR sind die Leute auch über Ungarn geflohen. Das war in der Zeit, als wir das Video zusammengestellt haben, auch gerade die syrischen Flüchtlinge, die über Ungarn gekommen sind. Und die Bilder waren sich unglaublich ähnlich. Mhm. So, und wir alle waren mal, oder unsere Großeltern damals, in der Situation, wo wir Flüchtlinge waren halt. Und es kann jeden immer treffen. Und unsere Position ist klar, dass halt Refugees welcome sind. Flüchtlinge sind willkommen. So. Absolut. Mhm. Ich glaube auch, gerade wenn ihr auf vielen Festivals spielt, da sind einfach auch viele Menschen von verschiedenen Ländern, die zusammenkommen und Musik hören, und das verbindet ja auch sehr, und wenn ihr das unterstützt mit solcher coolen Musik, dann ist es super. Ihr könnt euch das ganze Video mal in Ruhe anschauen, wenn ihr auf YouTube das eingebt. Wir haben noch ein anderes Video, wo ich auf jeden Fall mal reinschauen will. Parkdeck, das werde ich auch gleich nochmal performen, aber da sieht man dich, da geht es um eigentlich was ganz anderes, oder? Was würdest du sagen, Mono? Ja, Parkdeck ist ein ganz anderer Inhalt. Ja, ne? Das ist ein Lied mit einer ganz mit viel Leichtigkeit und es geht darum, in der Stadt, wir wohnen in Berlin, es fällt einem manchmal die Decke auf den Kopf, und das ist schon so, einfach eine Distanz zu gewinnen zur Stadt hilft einem da manchmal, und einfach auf das Parkdeck hochzuklettern und von sich die ganze Sache von oben anzugucken, hilft unheimlich. Das ist super, und in dem Song geht es, also man kann im Stress unten zuschauen und ist schön weit weg, ist so eine Textzeile daraus, und ich finde es einfach die Vorstellung schön, und wir haben ganz viel Zeit auf diesem einen Parkdeck verbracht, bevor es ein Club geworden ist in Berlin, und deshalb haben wir das Lied geschrieben. Aber du als Düsseldorfer, ich meine, ich muss dich jetzt fragen, bei NRW-TV, du vermisst doch Düsseldorf total, oder? Ich vermisse Düsseldorf total, ja, und ich weine mit der Fortuna. Das musst du auch, das tut mir sehr leid, das musst du auch. Ja, nee, in Berlin gibt es eine ganz schöne Bar, wo man sich dann immer trifft zum Spiele gucken, Fortuna-Spiele gucken, okay. Und so. Und es gibt schon auf jeden Fall eine Fortuna-Enklave, Düsseldorf Enklave, eine kleine, und wenn Fortuna gegen Union spielt, dann kann man wenigstens auch einmal noch. Und da kann man in Ruhe gucken und wird dann nicht... Und trifft viele Düsseldorfer. Ich treffe dann tatsächlich im Blog dann irgendwie Freunde von früher. Das ist sehr schön eigentlich. Das ist sehr, sehr schön. Parkdeck könnt ihr auch euch in Ruhe das Video anschauen. Wir hören es ja, wie gesagt, auch gleich. Wir hören jetzt oder sehen gleich das Video von Bam. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf eure Seite eingehen, denn da findet man ganz viele bei euch und vor allen Dingen eure Tourdaten. Einfach mal auf mono-nikitamann.de draufgehen. Und da sieht man am 26. Dezember in Münster im Skaters Palace oder am 27. in Düsseldorf. Und noch viele, viele andere Termine. Wie bereitet euch so körperlich, aber auch seelisch auf so eine Tour vor? Also es ist ja schon auch echt heftig, wenn man so viel unterwegs ist. Also körperlich auf jeden Fall Sport machen, Konditionstraining und dann natürlich viel proben mit der Band, ne? Das ganze Set irgendwie so weit zusammenkriegen, und seelisch, weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt eh so ein bisschen zusammen. Mhm. Wenn man körperlich fit wird und fit ist, dann passt das auch im Kopf. Wir freuen uns total auf die Tour. Wir haben Bock, und es sind 29 Konzerte, die jetzt stehen, und wir fahren mit einer großen Crew, und
Ich freue mich drauf. Ja, zumal haben wir ja jetzt auch anderthalb Jahre an dem Album gearbeitet und es ist endlich raus und wir können diese Texte, die Lieder zum Leben erwecken. Also es ist ja schön, wenn sie auf CD sind oder raus und bei den Leuten und zu Hause laufen, aber es ist noch besser, wenn man dann mit den Leuten zusammenkommt und diese Dinger endlich feiern kann. Wir interpretieren die Live auch immer ein bisschen anders. Wir spielen nicht einfach das Album runter und das wird auch lustig, das freut mich. Und ist es denn so, wenn man neue Songs spielt, also auch wenn ihr seit anderthalb Jahren daran arbeitet, aber dass man manchmal Angst hat, dass die Texte dann nicht so passen, weil sie noch nicht so ganz verinnerlicht sind? So wie jetzt gerade, meinst du? Hat doch keiner mitgekommen, keiner hat es mitbekommen. Nein, auf jeden Fall. Also es passieren lustiger, also das ist halt das, was ich aber auch immer schön finde. Also es passieren tatsächlich Sachen irgendwie und man verkackt einen Text irgendwie beim ersten Mal und das ist aber auch lustig und das ist das Beste lernt man mit dem Publikum und mit dem Publikum drüber zu lachen, macht mir auch extrem Spaß. Dann stellt euch gleich einfach, wenn ihr performt, im Publikum vor, wenn ihr verkackt, dann ist es egal. Genau. Es ist eh egal. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Wir hören jetzt mal und sehen das Video zu Bam und dann hören wir die beiden mit Parkdeck, aber erstmal Bam und dann Mono und Nikita Mann bei uns auf der Showbühne.